Das ist der langweiligste Nachrichtentag in der Geschichte der Monster High. Wenn ich nicht bald eine Sensation melde, dann werde ich... Oh, leben! Es muss in unserer Schule doch irgendein pikantes Gerücht geben. Hey, Dad, was gibt's? Was? Echt? Ich wittere eine Sensation. Du hast Tickets für Justin weitergekriegt? Wetten, sie geht mit ihrer besten Freundin hin und wir werden erfahren, wer es ist, wenn sie sich entscheidet. Habt ihr gehört? Frankie geht mit mir zum Justin-Bieber-Konzert. Mit dir? Ja, natürlich. Du trägst ja noch gar kein Trikot. Was? Oh, ja, ich wollte es gerade anziehen. So ist es gut. Wahre Freude verspürt man doch nur, wenn man richtig anfeuern kann. Sie wollte nur nett zu dir sein. Ich bin ihre beste Freundin. Draco-Laura! Bringst du mich bitte hier raus? Ach, nee. Glaubt ihr, es ist unhöflich, wenn man Kopfhörer im Konzert trägt? Du? Wen nennst du hier einen Rüpel? Bin ich denn immer noch in der Monster-Vorschule? Nein. Und wieso benimmst du dich dann wie ein Kleinkind? Was würde deine Schwester Minnie sagen, wenn sie dich jetzt sehen könnte? Nein, bitte, du verrätst dir doch nichts. Dann lass ihn sofort in Ruhe. Danke. Sowas ist doch typisch für Frankie. Du bist Frankies beste Freundin? Julia, er muss dich einfach mögen. Er will, dass du mit ihm und seinen Brüdern zusammen Mittag isst. Los, sei nicht schüchtern. Ich komme auch mit. Und stärke dir den Rücken. Ratet mal, wer mit Frankie zum Konzert geht. Was? Wir regeln das jetzt lieber gleich. Frankie, ja, schon mit. Mit dir zum Konzert. Wow, wow, wow. Ich nehme keine beste Freundin oder Freund mit zum Konzert. Oh. Ich gehe mit meinen besten Freundinnen hin. Ihr kommt alle mit. Oh. Warum steht dann in Spectras Blog, dass du nur eine von uns mitnimmst? Keine Ahnung, eine gute Frage. Ich brauchte unbedingt eine Sensationsgeschichte. Vielleicht habe ich dadurch die ein oder andere Tatsache verdreht. Ich mache mich lieber mal unsichtbar, schließlich bin ich ein Gespenst.